Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Ich habe heute wieder eine wunderschöne Idee zur Produktreihe Flockengestöber. Und ich habe ganz viel Rückmeldung bekommen von meinen Kunden, die das sich bestellt haben, wie begeistert sie sind und wie sehr sie sich auch freuen, dass ich jetzt immer noch weiter schöne Ideen damit präsentiere. Heute habe ich eine Karte, die auf den ersten Blick ja nicht so spektakulär aussieht. Also außen ist sie einfach ja, marineblau mit etwas Designerpapier beklebt, Schneeflocke obendrauf. Aber der Effekt kommt, wenn man die Karte aufklappt. Dann ist nämlich hier innen drin eine dreidimensionale Schneeflocke. Ich mache das mal seitlich, damit man das gut sehen kann. Ja, und wie diese Karte gebastelt wird, super einfach, wie immer bei meinen Projekten. Das zeige ich dir jetzt mal. Also zunächst brauchst du jede Menge von diesen Schneekristallen. Und zwar genau 6 Stück. Die habe ich hier links vorbereitet schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und ich habe die auch schon gefaltet, damit das jetzt hier nicht zu lange dauert. Wie diese Schneeflocken, wie ich die falte, das verlinke ich dir hier oben in einem Video. Das habe ich schon mal genau gezeigt mit dem Lineal und dem Papier irgendwas vom Simply Scored, mit dem Faltstift, mit dem Papierfaltstift. So, die habe ich also schon vorbereitet und ich habe mich diesmal für die Falzung über die kurze Seite entschieden. Also, hier, diese sind etwas länger und ich habe die kurze genommen und wichtig ist halt nur, dass du alle 5 identisch faltest. So, die liegen hier jetzt schon mal. Ich habe also, wie gesagt, diese große Schneeflocke genommen. Das geht natürlich genauso auch mit dieser kleineren, aber ich finde die einfach so schön. Die ist so schön pompös und die macht richtig gut was her. So, jetzt brauchen wir eine Karte, wo das reingearbeitet wird und ich habe meine Karte zugeschnitten aus einem DIN A4 Bogen, 10,5 mal 21 cm und dann in der Mitte bereits gefalzt bei 10,5. Das ergibt eine quadratische Karte und das solltest du auch auf jeden Fall so machen, Minimum, denn diese Schneeflocke hat so einen Durchmesser von 9,5 cm, also kleiner geht bei dieser Schneeflocke eher nicht. So, jetzt wird die Schneeflocke zusammengeklebt. Auch das Video verlinke ich dir da oben nochmal. Da hatte ich nämlich auch schon mal ein Video gemacht zum Thema 3D-Schneekristall selber basteln. Ich klebe die Schneeflocke hier in der Mitte zusammen. Mit Tombow. Und lege das übereinander, dass es einigermaßen gut passt. Also ja, das muss nicht hundertprozentig sein. Das sieht man später eh nicht mehr. 3 Stück klebe ich zusammen. So. Lass die mal kurz trocknen, bevor wir weitermachen. Und in der Zwischenzeit können wir schon ein bisschen stempeln. Genau. Ich habe verwendet hier flüsterweißen Karton, das passende marineblaue Stempelkissen und Zauber von Weihnachten. Da ist hier dieser schöne Spruch Frohe Weihnachten drin. Das gefiel mir jetzt sehr gut. Und diese Streifen hier drin, die sind circa 1,6 cm breit. In der Länge kannst du sie anpassen, wie du möchtest. Du könntest sie also auch ganz lang lassen oder mit als Fähnchen arbeiten. So, dann wollen wir das da mal raufstempeln. In der Hoffnung, dass das ohne Stemperatus gut klappt. Also bei meinem Muster hat es problemlos geklappt, aber man weiß ja nie. Sehr gut, dann kann das nämlich auch schon mal ein bisschen trocknen.
den zweiten auch. Das kommt beiseite. Stempelkissen immer möglichst gleich zu machen, ansonsten besteht die Gefahr. Ah, jetzt habe ich mir auch noch ein bisschen Farbe reingeditscht. Besteht die Gefahr, dass man sich da irgendwie was rauflegt. Da muss ich erstmal abwischen hier. So, also jetzt nicht wundern, ich habe jetzt hier Farbe dran. Okay, aber das gehört ja dazu beim Stempeln. Da ist nochmal Farbe dran. Jetzt, oh, da muss ich aber jetzt wirklich vorsichtig sein. Jetzt wird die Schneeflocke eingeklebt. Ich habe es so quer vor mich hingelegt und bestreiche wieder hier diese beiden Teile mit Kleber. Nehme mir die Schneeflocke zusammen. Ich hoffe, du kannst es gut erkennen und positioniere mir das so ziemlich gut am Falz. Natürlich nicht komplett in den Falz rein, sonst geht es nicht mehr zu. Also ein ganz bisschen Abstand muss bleiben. Und dann klappe ich mal die Karte zu. Drück alles schön fest. Natürlich, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja noch nicht richtig angezogen ist. Noch ein bisschen drücken. Und dann vorsichtig öffnen. So, also wie gesagt, sobald das jetzt gleich angezogen ist, ist das dann bombenfest. Jetzt kann man das auch schon vorsichtig so ein bisschen hier auseinander machen. Und damit das jetzt noch so ein bisschen, ja, voluminöser wird, klebe ich da jetzt einfach noch mal was rein. Und zwar mache ich mir nur hier auf der Falz, der Falzlinie eine kleine Klebespur, lege das rein, ein bisschen andrücken. Und das mache ich mit dem letzten Stern hier genauso. Du kannst das ja mal ausprobieren, ob dir 5 reichen. Oder vielleicht sogar 3, oder ob du da noch mehr reinmachen möchtest. Das ist ja wieder auch Geschmackssache, wie püschelig das, also wie dreidimensional das jetzt hier alles sein soll. Ich glaube, mir reicht das auf jeden Fall. So. Also wie gesagt, ist noch sehr, noch nicht so dran rumreißen, weil es halt noch nicht ganz trocken ist. Jetzt kommen diese beiden Grüße rein. Diesmal lasse ich es mal lang. So, dass der Gruß einigermaßen mittig ist. Und gerade sollte er auch sein. Das sieht man aber ganz gut hier an dem karierten Papier. Hier oben wiederhole ich das auch. So, das schneide ich gleich ab, wenn es auch getrocknet ist.
Jetzt können wir die Karte schon mal einmal zusammenklappen. Ist natürlich ein bisschen dicker jetzt, ne? Ist ganz klar, da ist natürlich auch ein bisschen Material reingekommen. Und damit das vorne so ein bisschen ablenkt, habe ich jetzt Designerpapier draufgeklebt. Das ist gar kein weihnachtliches Papier, das ist aus dem, ich schreibe es hier rein, ich meine Sternstunden heißt das, eigentlich aus der Babyreihe. Aber da ist dieses Streifenpapier, das gefällt mir sehr, sehr gut dazu. Also Streifen ist es nicht, das sind so wie Nähte mit der Nähmaschine gemacht. Das hat eine Größe von 10x10, sodass ein kleiner blauer Rand bleibt. So, und da kommt jetzt dann noch als Deko natürlich noch eine Schneeflocke drauf. Könnte man sogar in 3D draufsetzen. Mit einem Dimension. Das muss ich mal eben ausprobieren. Hier bei meinem Muster habe ich es flach aufgeklebt, aber ich denke, ich werde das jetzt mal. Das ist sowieso keine Karte zum Verschicken. Das ist eine Karte zum Verschenken, die man persönlich überreicht, denke ich mal. So, jetzt noch mal gucken, in welche Richtung du die Schneeflocke kleben möchtest. So. Klar, auch hier kann man das natürlich wieder noch in epischer Breite weiter dekorieren mit den Stempelmotiven, mit den anderen Framelits und so weiter. Ne? Das ist ja klar. Jetzt schneide ich das erstmal ab hier. Dann noch ein bisschen auffächern. So. Wie gesagt, wenn das alles durchgetrocknet ist, dann geht das natürlich noch ein bisschen einfacher. Hier bei dieser, die ist ja jetzt schon richtig durchgetrocknet, da ist es wirklich ganz einfach, das aufzustellen. Ja, das war's. Meine Kartenidee, diesmal tatsächlich meine Karte, obwohl das ist auch schon fast wieder Home Deco, denn man kann das nämlich, man kann das sehen, man kann es nämlich wie so eine Staffelei aufstellen. Könnte der Empfänger das? So. Und dann hat man nämlich tatsächlich doch noch wieder ein weiteres Home-Deko-Element. Ja, es ist so, ich finde diese Schneeflocke so, so schön. Das ist ja fast zu schade, das nicht als Home-Deko zu verwenden. Da muss ich mal was gegenstellen. So. Falls mein Video dir gefallen hat und du das vielleicht auch sogar mal nachbastelst, dann ja, würde ich mich zum einen über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen oder abonniere am besten meinen Kanal. Und wenn du dann noch die kleine Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Für heute sage ich wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.